Hallöchen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, beim letzten Mal habe ich ja drei Aufträge versemmelt. Zwei geschafft. Ich weiß nicht, wie ich sie versemmelt habe, aber ist auch mittlerweile mir egal. Und ich würde mal sagen, weiter geht es direkt. So, Konsole zugreifen. Wir können ja lokale Vermittler. Und dann war ja Dankern, ne? Also wir brauchen nicht immer hinlaufen. Wir können das jetzt auch hier machen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mal das mache. Und zwar, ich muss da hinfahren, Waren besorgen und die muss ich da irgendwo hinfahren. Würde ich sagen, nehme ich den Auftrag mal an, wa? Ist der direkt verfügbar? Falscher Button. Gucken wir auf der Karte mal kurz. Wir müssen hier. Da müssen wir hin. Das heißt, raus aus dem Schiff, ab zum Scooter, also zum Gleiter und Feuer frei. Halt dich fest, Six. Das ist ja das, was ich beim einen der Aufträge komplett versammelt habe. Warte mal kurz. Ich muss irgendwo hier vorne hin. Da muss ich auch irgendwie ein Zeitlimit machen. Ich hab's komplett versaubert. Bist du mal ab oder was? Ja. Den Weg hier. So, irgendwo von da nach da. Waffen liefern kriege ich wahrscheinlich besser hin, als irgendwie zu spielen. Aber dafür habe ich das eine Ding mit dem Piratennest gut gemacht in meinen Augen. Also ich habe das vor den imperialen Streitkräften habe ich die Sachen gut gemobst. Vor den Augen. Also die haben die Piraten richtig platt gemacht. Dann konnte ich aber trotzdem auch die Sachen mobsen und abhauen. Datenblock lesen. Es ist auf Tushara. Ich habe Informationen von den Einheimischen eingeholt. Ich bin überzeugt, dass die gestohlene Fracht hier auf Tushara ist. Anscheinend gibt es einen Übergabepunkt am Fuße des Berges westlich der Amberin-Schlucht. Ziemlich sicher, dass es hier in der Nähe vergraben ist. Wir treffen uns in Yauntas Hoffnung, um die weiteren Schritte zu besprechen. Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird? Okay. Na los, Nix. Nishnye Tokarak. Wir müssen. Fahren wir. Das ist auch sehr interessant gerade, dass das Game gerade ruckelt. Ich jetzt hin muss, da oder da? Oh Gott. Alle her, Alter. Okay, Nix. Das ist gar nicht gut. Schon wieder? Ihr hört erst auf, wenn sie tot sind. Los geht's.
noch ein? Alter! Alter. Okay, man kann die Apple. Ach, nix, die sehen mich. So. Oh, das war Glück. Warum kommen wir hier runter? So, den Auftrag haben wir erfüllt. Das ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Schließe Schmuggler. Imperial. Knacke drei Schlösser. Oh ja. Wir sind jetzt leichtfüßig unterwegs. Yes. Sehr schön. Das finde ich geil, ne? Wenn da steht, immer noch irgendwas zu ändern, was machen kannst. So, dann gehen wir mal ins. Hier wieder. Und dann steht hier: Person anheuern, auf Karte verfolgen. Wo sind wir eigentlich? Wir sind eh schon hier, ne? Wir sollen hier. Wir sollen hier Daten klauen. Mein Ruf ist eh schon, ey. Oh. Mami. Klingt gerade schlimmer, als es ist, ne? Landeplattform hätten wir ja auch noch, ja. Ich würd eigentlich ungern erst in die bei den Pikes so reinmarschieren, bevor ich nicht bevor ich nicht irgendwie besser geworden bin. Obwohl eigentlich. Aber weißt du was? Wir machen das einfach jetzt. Dass ich nur da vorne muss. Was läuft denn hier für ein Film? Das hat damit aber nichts zu tun, Mensch. Ich wollte gerade sagen, schießen die jetzt auf mich oder was? Die verlorene Steppe. So, im Journal steht, lass dich erwischen, weil das ist ganz toll.
Ist hier jemand? Das war sein Heimatdorf. Er hatte wohl noch ein Hühnchen zu rupfen. Oh Gott. Ist jemand in der Nähe? Das ist doch schon wieder zum Äußern. Leise, Nix, leise. Ich hab mal einen. Was siehst du? Mit einem Berg an Kredit zum Frachtraum überfallen. Dann ging die Tür hinter mir zu. Nicht ohne mich anzulächeln. Ich hab mir alles abgeknöpft. Ich halte sie auf! Für Crimson Dawn! Verstärkung ist da! Schlag zurück! Was? Alter. Alter, was läuft denn hier für ein Film? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt auf gerade ist. Ich sollte per... Wieso stehen da auf einmal Leute, wo ich denke, die sind gegen mich, die auf einmal für mich sind? Dann kommen irgendwelche Vollstrecker und... Ich habe keine Ahnung. Ey, Alter, da stand nur die suchende Person, die da hilft, die Sachen zu bringen. Ja, ich gehe da hin. Und dann auf einmal, nö, weißt du, wir machen hier fette Prügelei und da kommen irgendwelche Vollstrecker und die ziehen... Oh, ey, ohne Witz. Also, sorry Ubisoft, aber keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass ich zu durstig bin. Zu lesen, aber das geht gerade gar nicht. Das ist, ich habe mich ebenso gefreut mit der Aufträge. Ja, endlich was zu tun. Irgendwie war der Spaß da und jetzt ist irgendwie wieder weg, weil 5, 6 Aufträge und 4 davon sind irgendwie komplett in den Hintern gegangen. Weil irgendwie was anderes passiert, als irgendwie gefühlt da steht. So. Schiffsdiebe operiert in lokalen Werkstatt. Gesucht wird eine Person, die herausfindet, was ihr nächstes Ziel sein wird. Das heißt, ich soll da hin und was rausfinden. So, und hier? Schnellreise. Beschaffe Fracht. Und soll die dann wegbringen. So. Unser Zielort. Ursprungsort. Der ist irgendwo da. So, wir nehmen den jetzt an. 2,8 Kilometer müssen wir fahren. So, gucken wir einmal auf der Karte. Ja, komm, mach es close. So, wo ist eigentlich mein Automobilo? Wo ist denn mein Gleiter? Hier, da, keine Ahnung, was das hier gerade hier war. Wo ist mein Gleiter? Nicht aufregen. Für Gleiter eingeschränkter Bereich? Hä? Okay. Festhalten! Wir sollen jetzt da hinten hin düsen. Und von da hinten sollen wir wohl woanders hin düsen. Also gefühlt diese Frachtaufträge, das kriege ich hin. Aber die anderen Sachen im 2-4-mal nein. Vor allem, ich bin da hingeschlichen. Und plötzlich fangen die an, da wild rumzuballern. Und irgendwas steht davon wegen so hier. Hier voll Strecker. Und. Wieso soll ich meinen Kollegen da helfen? Also habe ich auf einmal Kollegen, denen soll ich helfen? Das stand aber gar nicht. Also als Infomaterial. Das stand nur, geh hin und liefer die Daten. Organisiere die Daten.
Das hat für mich schon hier so gewirkt, als wenn irgendein Auftrag mit irgendeinem anderen Auftrag so kollidiert ist, dass das Ding dann nicht funktioniert hat für mich. Das finde ich schade, wie gesagt. Vielleicht werden wir auch noch besser in den Aufträgen. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade gedacht, ich werde hier weggeschleudert oder so. Ab. Ja. Ernsthaft. Komm schon, Nix. Oh, ihr wollt mich gerade vor ohne Pippeln. Hier weiter gerade drin. Nee. Moment. Ich gucke auf der Karte. Ein Glück, dass ich das noch vorher geahnt habe. Ich wollte schon sagen, Alter. Hab gehört, dein Auftrag ist erledigt. Dann willst du wohl deine Kredits, was? Ja, das ist schon richtig erdacht. Bist du bereit? Stöbern kostet nichts. So, was wollen wir denn? Lenkwinkel. Aktiviert den Sprungschub. Erhöht die Wirksamkeit. Okay. Erhöht den Schadenswiderstand des Gleiters. Weißt du was? Wir machen das mal. Lenkwinkel. Oh, wir können alles machen. Oh, können wir ja richtig einen raushauen, wa? Für den Gleiter. Danke sehr. Lassen Sie mich wissen, wie Sie damit zurechtkommen. Fahren.
Ich kann damit sowieso nicht richtig umgehen. Wollen Sie Ihr Schiff aufrüsten? Bereit sind. So. Bewaffnung. Verteidigung. Und verbessert. Ja. So. Dann haben wir Antrieb. Und... Oh, jetzt haben wir hier. Auf Meeresziel. Okay, hier steht Verbesserung oder Verbesserung installieren. Was denkst du denn, Rainer? Ach, da kann ich... Laserkanone, Schnellschusskanone. Delete. Nee. Oh, achso, die kann mehrere Salben. Ah. Hier haben wir einen Werfer für Torpedos. Ionenrakete. Oh, jetzt geht's los, ey. So. Torpedos. Erschütterungsraketen. Leichten Schaden erhöht. Torpedos. Wendigkeit. Und hier. Die gegnerische Schiffsfunktion unterbricht. Okay. Holy moly. Aber ich kann ihn wenigstens benutzen. Das ist schön. Ja. Was habe ich denn eigentlich bei den Fähigkeiten immer noch? Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Fehlfunktion. Ich denke immer, da fehlt mir noch was. So, gehen wir ab ins Journal. Nicht weiter darüber nachdenken. Gehen wir nochmal Aufträge holen? Ich glaube ja, ne? Obwohl, ich wollte ja dieses hier, dieses mal machen. Ja. Ja, ja. Die Schnellreise. Und jetzt soll ich mich mit diesem Spiel beschäftigen. Okay. Rainer. Beziehungsweise mal gucken, was wir gleich noch für Aufträge mitnehmen können aus der Position her. Gut beschäftigt, Kleine. So, Schmuggelware. Schmuggelware ins Territorium der Pike. Die Pikes hauten Schmuggler waren auch ein Pali. Sie benötigen Personen mit Schmugglerfähigkeiten. Ich will das machen und ich weiß ganz genau, was passiert. Ich weiß ganz genau, was passiert. Danke. Du bist? Kay Vess. Danke, hat mich eingeladen. Ach, wirklich? Na, meinetwegen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Also das wird gleich, glaube ich, auch ein Fiasko.
Gewinne ein Spiel gegen die Wale. Ich werde nie um das richtig große Geld spielen. Was bedeuten denn all diese Symbole hier drauf? Wirklich? Danke, hat dich eingeladen? Ach, ja, ich bin Kay Vess. Wollen wir spielen? Kessel Sabaka ist eine in der ganzen Galaxie beliebte Sabaka-Variante, in der die Spieler ihr Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Ich kenne ja nur einen. Ich habe doch gar keine Ahnung, wie das geht. Runde 1. Gibt es irgendwie mal eine Erklärung? Bei Kessel Sabaka investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein Paar zu holen. Eine Sabak-Hand. Um eine Runde zu gewinnen, brauchst du ein Paar. Eine Sabak-Hand, die möglichst nah bei Null liegt. Der letzte Spieler mit Chips gewinnt das Spiel und den Credit-Pot. Verbessere deine Hand, indem du ziehst oder halte deine Karten. Regeln, Karten. Das ist... Was? Karten, Familienwert. Alter! Sand und Blut von Bild 1 bis 6. Die Karten werden im Kopf und Symbole in der Mitte ablesen. Es gibt drei Karten mit jedem Wert. 1. 2. Was habe ich denn? Den Kopf nach unten und dieses Ding nach oben. Den Kopf nach unten. Das ist eine 2 und eine 3. Also habe ich 5. So. 5. So. Was habe ich gesagt? 2 und 5 sind minus 3, ne? 2. Den? 2 minus 3 ist minus 1. 2 minus 3. Passe. Genie Nolia. Ich will ziehen. Ich ziehe. Bei mir steht 6 und 0. Wenn ich jetzt ziehe, ne? Habe ich das Problem? Ich bin jetzt bei minus 1. Weißt du was? Ich halte einfach mal. Ja, halte. Ninolia. Der hat dieses Symbol. Ich passe. Ich werde ziehen. Ich habe keine Ahnung. Und der hat dieses Symbol. Ich passe. Ich halte. Ich ziehe. Shit. Das ist ein Sabak. Der Rundensieger übernimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Wer keinen Sabak-Hand hat, muss die Differenz seiner Kartenwerte an Steuern zahlen. Wer mit einer Sabak-Hand verliert, zahlt einen Chip-Stein. Als Steuer gezahlte Chips werden aus dem Spiel entfernt. Gutes Spiel, Leute. Oh.
Was bitte? Alter, wäre jetzt diese Symbole, ne? Ey, die Symbole drehen mir ja vollkommen den Hals um. Der Mond und der Stern. Geninolia. Der Mond und der Stern. Der Mond ist 6 und 1. Steht das da drüber? Ja, steht sogar drüber. Ich depp. Ich ziehe. Kontrollkarten erzeugen Spezialeffekte und können nur von einer Zieh- oder Handhalteaktion gespielt werden. Gratiszug? So. Ich habe hier was für euch. Da werde ich ziehen. Gib mir was Gutes. Oh Gott. So. Ziehen und halten. Um eine Karte zu ziehen, muss ein Chip investieren. Halten, erhalten, also ein Zug zu passen, ist gratis. Aufdecken. Wählen. Okay. Ich weiß nicht, ob das gerade richtig war. Ich will ziehen. Ziehe oder halte oder spiele. Oh. Ich halte. Halte. Geninolia. Nobata. Ich ziehe. Ich halte. Halte. Giala Emta. Hochstapler. Ich hab Sabak. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Alles klar. Das ist meins. What? Okay. Irgendwie, keine Ahnung. Ich will ziehen. Drei, drei. Ich kann nur verlieren. Mein Problem ist, ich habe da eine 2 und da eine 5. Das ist ein minus 3. Das heißt, ich müsste die schon... Wie wär's damit?
So, und das Ding ist, ich muss jetzt entweder die. Na komm. Neue Karte. Ich habe keine Ahnung. Südlaubkarten passen sich beim Aufdecken den Wert der anderen Handkarte an. Sabak. Ich passe. Halte. Sabak. Zylop Sabak. Das ist jetzt meins. Yes. Gewonnen. Alter, wie lange geht denn das hier noch? Wow, 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 wow. Okay, ich würde sagen, hier machen wir ziehen. Schauen wir mal. Sauer. Kontrolle. Ich ziehe. Mhm. Halte. Kontrolle. Ich will ziehen. Okay. Das wird euch nicht gefallen. Ja, halte. Kontrolle. Sauber. Ich halte. Das ist ein Sabak. Geizhals-Sabak. Ihr habt den Druiden gehört. Noch eine Runde? Oh. Alter, dafür, dass ich es nicht kann, schlage ich mich aber jetzt gerade ganz gut, würde ich sagen. Okay. Ich überlege gerade. Komm schon. Ja. Ich ziehe. Kann ich nichts machen? Oder mache ich halten? Ich passe. Ich will ziehen. Passe. Bitte, bitte, ich passe. Bitte. Seht her und weint. Wenn das mal gut geht. Ernsthaft. Ha. Immer her damit.
Haben wir gewonnen? Ah, heute ist wohl mein Glückstag. Gutes Spiel. Danke hat er recht, was dich angeht. Hast du Lust, um echtes Geld zu spielen? Immer. Dann hat Danke auf jeden Fall was für dich. Pech. Für euch. Yes. So, die erste von vielen. Die Galaxis ist voller Sabaka-Herausforderungen. Suche nach Kontrollkarten und finde neue Betrugsmaschen in der Welt. Verfeinere deine Strategie und dein Spielstil auf deinen Reisen. Erstes Spiel, erster Sieg, Leute. Ich glaub's gar nicht. Meine Bekannten sind beeindruckt. Kennst du Bosnok? Er hat einen Tisch drüben in Kaslos Sabak-Halle. Bosnok? Wie hat der einen Tisch bekommen? Sein Boss scheint ihn zu mögen. Bist du dabei? Sieht so aus. Dann werde ich noch mal zu Bosnok gehen. Walfang. Fett. So. Erstes Spiel. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie dann so durchgemogelt und dann sogar noch gewonnen. Yes, Baby. Ich würde mal sagen, besser kann es gar nicht laufen. So. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich gehe jetzt mal in die Hauptquest, denke ich mal, weiter. Sprich, da muss ich auch was klauen. In der nächsten Folge. Also verpasst ihr nicht und wir sehen uns. Bis denne.